Je m'appelle Nela et j'apprends le français depuis 3 ans. Hola, mi chiamo Luisa. Llevo un año estudiando español. Buongiorno, mi chiamo Matteo e studio italiano da 2 anni. Hello, my name is Nina. I'm in 4th grade and I've been studying English for 9 years. Hola, bonjour, salve, hello. Ich bin in der 4. Klasse an der Vienna Business School Mödling und mich würde interessieren, was euch zum Thema Fremdsprachen an unserer Schule so einfällt. Naja, mir fällt als erstes zum Beispiel die Sprachreise in der 3. Klasse ein. Da fahren wir mit unseren Sprachlehrern für eine Woche nach Frankreich, Italien oder Spanien. Ja, das war echt toll. Ins Ausland fahren finde ich immer super. Ja, und wer möchte, kann mit dem Erasmus ein Semester im Ausland verbringen. Wir haben seit Jahren ein Erasmus-Projekt mit der Universität Bologna und von dort kommen jedes Jahr Native-Speaker zu. Zu uns kommt heuer Matthias aus Frankreich. Und was ist mit Englisch? Englisch ist bei uns besonders wichtig und wird auch in anderen Fächern wie zum Beispiel Geschichte, Geografie oder Naturwissenschaften unterrichtet. Auch wird sehr viel Wert auf Business-Englisch gelegt, das wir in der Übungsfirma und in Business-Behavior lernen. Mir persönlich gefällt besonders, dass wir in der 4. Klasse entweder auf Sprachreise oder auf ein Workplacement in ein englischsprachiges Land fahren. Das machen wir auch über Erasmus. Vielen Dank an euch für dieses tolle Gespräch. Merci et au revoir. Gracias y hasta la vista. Grazie, ciao. Thank you and goodbye. See you next year.